Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag. Ja, heute ist ziemlich regnerisch und irgendwie konnte ich die Nacht absolut nicht einschlafen. Und deswegen bin ich sehr, sehr spät erst eingeschlafen. Das war so um 6 Uhr oder sowas. Und deswegen ist es spät geworden. Aber irgendwie schlafen muss ich dann irgendwann doch trotzdem. Ja, und dann habe ich jetzt schnell noch ein bisschen was zu trinken geholt. Dadurch hat sich das also ein bisschen noch verzögert. Heute muss ich nicht viel sagen. Aktuelle Zahl 33.024 abzüglich der Verstorbenen und der sogenannten Genesenen sind momentan insgesamt von 83,16 Millionen Personen in Deutschland infiziert. Ja, und deswegen muss ich mir laufend meine Brille beschlagen lassen, wenn ich jetzt in meinen Getränkeladen hochgehe, wo ich als Einziger stehe, zusammen mit der Verkäuferin. Vielleicht mal ab und an noch als Zweiter, um nicht verhaftet zu werden. Ja gut, okay. Und was ich gerade gehört habe, ich habe es noch nicht so richtig mitbekommen, kam gerade auf MDR, diesen MDR ab 2 oder wie sich das nennt, oder ab 3 oder wie sich das nennt, ne? Da ist schon wieder irgendwie, glaube ich, eine Organisation oder so, die schon wieder griechische Flüchtlinge auf Griechenland nach Deutschland schaffen wollen. Sie hätten schon mit einer spanischen Fluggesellschaft alles organisiert. Sie brauchen nur das Okay von der Bundesregierung. Ja, macht schön weiter so. Bald kriegt hier der Bürgerkrieg los, das sage ich euch. Es reicht langsam hier. Ich habe gestern wieder im Stadtpark gesehen, wie so in zwei Großfamilien, in Anführungszeichen, also waren schon etwas größer, ne? Sind keine 600 gewesen, aber insgesamt waren es bestimmt zusammen 15, 20 Leute, die spielten ohne Mundschutz, ohne irgendeine Abstandsregelung mit ihren Kinderchen Fußball da, ne, und kein Schwein hat's interessiert, ne. Ja, man tut dieses Land jetzt endgültig den Bach runterführen durch unsere Demokraten, die jetzt angeblich solche tollen Umfragewerte haben, weil sie ja alles retten, obwohl sie erst alles kaputt gemacht haben. Das ist das Dumme, ne? Das ist das Dumme. Ja, wie gesagt, ich kann es auch sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja heute noch mal irgendwann. Irgendwie haben sie das was erzählt, dass sie da nur das Okay von der Bundesregierung brauchen. Dann kriegen wir wieder Schutzbedürftige, wo das Problem ist, dass wir eigentlich den Schutz vor diesen Leuten bräuchten. Ja, langsam ist es nur noch, ich sag's mal, zum Kotzen, ne? Ja, weiter geht's. Heute mit der 175. Stunde zur Weltgeschichte. Und der damit 693. Geschichtsstunde insgesamt. Im Übrigen habe ich gestern wieder ein Video hochbekommen bei VK.com. Wir sind fast mit dem alten Band dann bei VK.com durch. Da versuche ich jetzt gerade das letzte Video hochzubekommen. Ja, und gestern hatten wir als erstes gehabt, als kleine Rückblende, Lex Hortensia, mehr Recht fürs Volk. Dann Senonen belagern Arretium, die Gründung Pergamons, also Arretium, das heutige Arezzo in Italien, der Leuchtturm von Pharos, verlustreiche Pyrrhos-Siege, dann der Fokus, die sieben Weltwunder, bauliche Meisterwerke der Antike, dann hatten wir Ptolemäus der Zweite regiert Ägypten, das Ende der Seleukiden, Achäischer Bund neu gegründet. Und als letztes gestern Kultstätte von Aigaira, menschliche Göttin am Nil, das war diese Arsinoe oder Arsinoe, die ihren Bruder geheiratet hat. Und dann Straton, Physiker und Philosoph, das war 275 vor Christus. Und jetzt geht's los. Und zwar Kärtchen zur Seite. Nehmen wir vorher noch einen Schluck Milch. Ja. Unsere Freunde aus Afrika und aus dem Morgenland, die können hier nach wie vor so ziemlich alles. Sogar der Clan-Chef durfte gestern seine Trauerfeier mit Polizeischutz durchführen. Ein Riesenaufwand für uns Steuerzahler, damit ein Verbrecher das tun darf, was unsere Leute nicht dürfen. Nämlich angemessen ihre Verstorbenen begraben. Interessant, interessant, nicht wahr? Ja, los geht's heute mit 272 vor Christus.
Zweite Wasserleitung für Rom. Dem steigenden Wasserbedarf Roms tragen die Römer mit dem Bau einer zweiten Wasserleitung Rechnung. Die Aqua Anio. Nochmal, die Aqua Anio Vertus. Jetzt haben wir es komplett. Das Bauwerk ergänzt die bereits 312 vor Christus errichtete Aqua Appia. Initiiert wird das gigantische Bauprojekt von dem Zensor, in Klammern zu Deutsch Finanzbeamten, Klammer zu, Manius Curius Dentatus. Zur Finanzierung der Aqua Anio Vetus dient den Römern die gewaltige Kriegsbeute, die mit dem Sieg über den Molosserkönig Pyrrhos dem I. im Jahre 275 vor Christus in ihre Hände gefallen war. Über eine Länge von 64 Kilometern leitet der Kanal Anio Vetus täglich etwa 176.000 Kubikmeter Wasser vom Fluss Anio bis in das Zentrum der Metropole. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. Ja, Vetus, nicht Vertus, also der Aqua Anio Vetus war das. Und aber noch ein Bild. Aqueduct Pont du Gard bei Nîmes in Frankreich. Die Wasserleitungen aus römischer Zeit werden zumeist auf gewölbten Bogenstellungen geführt. Da haben wir also eine Zeichnung davon. Im heutigen Frankreich, bei Nîmes, geschrieben N-I-M-E-E-S, Nîmes. Der Pont du Gard. Kurzes Bäuerchen und schon geht's weiter. 270 vor Christus. Dichter Alexis stirbt auf der Bühne. Der griechische Schriftsteller und Komödiendichter Alexis stirbt auf der Bühne. Nach den Worten des Historikers Plutarch ereilt Alexis das Schicksal im hohen Alter von 106 Jahren. Genau in dem Moment, als ihm im Theaterrund die Dichterkrone aufs Haupt gesetzt werden soll. Alexis führte den Charakter des Parasiten in die Komödie ein. Diese Form der Dichtkunst erlebt durch Alexis einen enormen Aufschwung. Der Grieche wurde zum Lehrmeister des später noch berühmten Komödiendichters Menander. Alexis gilt als einer der Hauptvertreter der in Anführungszeichen mittleren Komödie, Anführungszeichen Ende, Punkt. Dieser Typus des Lustspiels löst die in Anführungszeichen alte Komödie, Anführungszeichen Ende, ab, Punkt. Deren oft politische Inhalte sind nach der Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg nicht mehr gefragt. Das Publikum verlangt nach Heiterem, aus dem Alltag und nach Parodien auf die Mythologie. Von den zahlreichen Stücken der in Anführungszeichen mittleren Komödie, Anführungszeichen Ende, hat sich kein einziges vollständig erhalten. Glaubt man der Suda, einem byzantinischen Sachlexikon aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, soll Alexis 245 Komödien verfasst haben. 130 Titel sind heute als Fragmente bekannt, die insgesamt etwa 1000 Textzeilen umfassen. Nach der Suda soll Alexis nicht nur Lehrer Menanders gewesen sein, sondern auch sein Onkel. Die Verwandtschaft beider wird heute jedoch angezweifelt. Bild dazu aber nicht und damit geht's gleich weiter mit 267 vor Christus. Kremonideischer Krieg. Unter der Führung des Politikers Kremonides erhebt sich der Stadtstaat Athen gegen die Vorherrschaft Makedoniens. Der Kremonideische Krieg wird zu einem der größten Debakel in der Geschichte Athens. Nach dem Tode Alexanders des Großen rangen zahlreiche Großreiche um die Vorherrschaft in der hellenistischen Welt der Antike. Gegen diese Diadochenreiche waren die Stadtstaaten Griechenlands klein und unbedeutend. Oft eroberte einer der Diadochen Sparta oder Athen unter dem Vorwand, die Stadtstaaten von der Terrorherrschaft eines anderen Diadochen befreien zu wollen.
nur um dann selbst mit harter Hand zu regieren und die ehemals blühenden griechischen Metropolen wirtschaftlich auszubeuten. Kennen wir doch, ne? Uns hat man auch befreit von einem bösen, bösen Diktator und von einem von der Terrorherrschaft. Heute haben wir die Terrorherrschaft der Zionisten und der Linken. Gegen die Herrschaft Makedoniens schließt Kremonides ein Bündnis mit Sparta und dem Herrscher Ägyptens, Ptolemäus II. Philadelphos. König in Makedonien ist zu dieser Zeit Antigonos II. Gonatas, ein Erzrivale des Ägypterkönigs in den Diadochenkämpfen. Entsprechend groß ist das Interesse der Ptolo des Ptolo Nochmal, entsprechend groß ist das Interesse des Ptolemäus, in der Ägäis Fuß zu fassen. Das erste Kriegsjahr verläuft ohne nennenswerte Erfolge auf beiden Seiten. 265 vor Christus gelingt Antigonos jedoch ein wichtiger strategischer Sieg bei Korinth, bei dem der König Spartas Areus I. im Kampf fällt. Nun gerät auch Athen in Bedrängnis. Antigonos belagert die Stadt. Die Getreidelieferungen der ägyptischen Verbündeten können nicht durchdringen. Ptolemäus sendet daraufhin eine Hilfsflotte, die von den Makedonen jedoch vor Kos geschlagen wird. 261 vor Christus muss Athen kapitulieren. Die Sieger errichten eine makedonische Garnison in der Stadt. Athen bleibt weiterhin kulturelles Zentrum Griechenlands. Ja, wie gesagt. Uns haben sie ja von der Terrorherrschaft befreit. Danach kam der kommunistische Terror im Osten und der linkszionistische Terror im Westen, der allerdings sich so weich anfühlt mit bunten Plättchen und bunten Geschäften. Und jetzt holt man sich die orientalischen und afrikanischen Söldner ins Land, damit sie ihre Herrschaft festigen können. Auf so eine Befreiung können wir verzichten, ganz ehrlich. Wer da noch Befreiung feiert, muss als Deutscher irgendwo nicht mitbekommen, was in diesem Lande hier abgeht im Moment und schon seit längerer Zeit. Weiter geht's mit dem Bild zu diesem Abschnitt Kremonideischer Krieg. Ptolemäus II. Philadelphos, ägyptischer König aus der makedonischen Dynastie, mit seiner Schwester und späteren Frau Arsinoa auf einem Schmuckanhänger, in Klammern Cameo aus indischem Sardonyx. Kunsthistorisches Museum in Wien, 278 vor Christus, Klammer zu. Da war man also mit seiner Schwester, die er geheiratet hat. Der Philadelphius, der Schwesternliebende. Jetzt wissen wir auch, was der Name der Stadt in Amerika bedeutet. Philadelphia, gibt es ja ein Dorf in Deutschland, das so heißt. Das ist im Prinzip dann übersetzt, heißt Schwesternliebe. Weiter geht's. Da sind wir auf Seite 3 des heutigen Tages. 264 vor Christus. Erster Punischer Krieg. Mit dem Ausbruch des Ersten Punischen Krieges beginnt ein jahrzehntelanger Kampf zwischen den Großmächten Rom und Karthago. Die Karthager in Nordafrika sind die größte Seemacht des 3. Jahrhunderts vor Christus. Während viele Städte an der Mittelmeerküste entweder griechische Kolonien sind oder in Abhängigkeit zu Rom geraten, ist Karthago ein eigenständig handelnder Stadtstaat. Seine Macht erstreckt sich über weite Teile der nordafrikanischen Küste, vom Westen Libyens bis zur Meerenge von Gibraltar. Zudem herrschen die Karthager in Südspanien auf Korsika und Sardinien. Die Römer nennen die Karthager nach deren Stammvätern Phönizier oder Poeni, ein Name, aus dem sich später die Bezeichnung der Punischen Kriege ableitet. Der Konflikt zwischen Karthagern und Römern ist vorprogrammiert, da Rom mit seiner Expansion in Süditalien in karthagisches Interessengebiet vordringt. Brennpunkt ist die Insel Sizilien, deren westliche Hälfte von Karthago kontrolliert wird.
als die sizilianische Stadt Messana gegen die Herrschaft der Karthager rebelliert und die Römer zu Hilfe ruft, kommt es schließlich zum Kriegsausbruch. Als die Karthager versuchen, die Belagerung durch den Einsatz ihrer Flotte zu brechen, versenken die Römer einen Großteil der feindlichen Schiffe. Für die Seemacht Karthago ein besonders schmerzlicher Verlust. Erstmals seit der Gründung ihrer Handelsmetropole verlieren die Karthager die Kontrolle über einen Teil der großen Seehandelsrouten im Mittelmeer. Der Versuch Roms, die karthagischen Küstenstädte in Nordafrika zu erobern, scheitert dagegen. Mit Hilfe des aus Griechenland stammenden Söldners Xanthippos können die Karthager die Römer zurückschlagen. Der Krieg tobt 24 Jahre auf Sizilien. Dann müssen sich die Karthager geschlagen geben. Sie unterzeichnen einen Friedensvertrag, in dem sie sich verpflichten, Sizilien für immer zu verlassen. Doch Rom, das mit Sizilien seine erste überseeische Kolonie erringt, gibt sich damit nicht zufrieden und beginnt mit Angriffen gegen die von Karthago gehaltenen Inseln Korsika und Sardinien. Und bevor ich dir noch ein Bild dazu zeige, Schluck Milch. Weil der Hals schon ertrunken ist. Und dann kann es weitergehen nach einem Schlückchen Kaffee. Und haben wir noch ein Bild dazu. Nach dem Vorbild der karthagischen Flotte erbaute römische Kriegsschiffe in einer Schlacht. In Klammern Ausschnitt aus einer Wandmalerei aus Pompeji, Klammer zu. Tja, wenn man den Gegner ausspionieren kann und dann den seine Technik nachbaut und vielleicht noch selber verbessert und verfeinert, hat man dann halt die Oberhand. Das ist ja das, was gerade Frau von der Leyen und Co. mit uns machen, indem sie unsere ganzen militärischen Geheimnisse, von denen ja leider nicht mehr viele übrig sind, aber immerhin, ne, jetzt noch an die Franzosen verkaufen und europäische Armee, sodass im Prinzip wir überhaupt gar keine eigene militärische Streitmacht mehr haben, sodass wir überhaupt gar keine Verteidigungsmöglichkeit mehr haben, weil der Gegner genau kennt, wie unsere Strategien sind, wie unsere Technik aussieht, wenn sie denn überhaupt funktioniert, ne? Und unverantwortlich ein Verbrechen an Deutschland und ein Verbrechen am deutschen Volk, was diese Leute da vorantreiben. Allesamt. Weiter geht's mit 264 vor Christus. Gladiatoren kämpfen fürs Volk. In Rom werden die ersten Gladiatorenkämpfe abgehalten. Vermutlich übernehmen die Römer eine Sitte der Etrusker, die ihre Toten bei der Beisetzung mit Schaukämpfen ehrten. Kurzes Bäuerchen. Entschuldigung. Als sich die ursprünglich sakralen Gefechte zu einem Publikumsmagneten entwickeln, lassen die Römer auf dem Forum erst Holztribünen errichten, später entstehen steinerne Arenen. Das Wort Gladiator leitet sich von dem römischen Kurzschwert Gladius ab. Doch nicht alle Gladiatoren sind mit Kurzschwertern bewaffnet. Die Ausrüstung richtet sich nach der Kampfweise. In der Regel liegt der Reiz des Gladiatorenkampfes darin, leichte und bewegliche Kämpfer gegen schwerfällige, aber dafür gut gepanzerte Recken antreten zu lassen. Auch gegen wilde Tiere kämpfen die Gladiatoren in den Arenen. Die ersten Gladiatoren sind Sklaven aus den mit Rom verfeindeten Gebieten, meist Thraker, Samniten oder Gallier. In der römischen Kaiserzeit, in Klammern ab 27 vor Christus, Klammer zu, wird der Gladiatorenkampf eine derart populäre Publikumsbelustigung, dass sich eine Schicht von Berufsgladiatoren herausbildet. Ja, was damals die Gladiatorenkämpfe waren, um das Volk zu belustigen, um sie von anderen Dingen abzulenken, ist heute die Multikulti-Fußball-Bundesliga mit nebenbei Verstreuung von Propaganda im linkszionistischen Sinne, gegen Rassismus und bla bla bla. Na, wir kennen das alle. Ne? Deswegen, seitdem schalte ich immer sofort weg, wenn irgendein Spiel kommt,
Wenn schon dieser ganze Brimborium am Anfang läuft, da leckt es mir am Arsch. Ne? Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Eine besondere Attraktion ist der Kampf von Gladiatoren gegen wilde Tiere wie Raubkatzen, Elefanten, Krokodile oder Bären. In Klammern Relief, Sammlung, Campania, 1. Jahrhundert, Klammer zu. Wir kennen ja das geflügelte Wort bzw. diesen Spruch: Brot und Spiele. Ja. Das ist heute noch viel extremer. Damals mussten die Leute noch in so eine Arena latschen und es war nicht von 24 Stunden lang präsent. Heute kannst du 24 Stunden Sky gucken und dich voll dröhnen lassen, dass da Leute angeblich für Borussia Mönchengladbach für deine Stadt spielen, aber in Wirklichkeit ist kein ernster Deutscher mehr mit dabei im Großen und Ganzen. Ne? Ein paar sind schon noch dabei, aber sie lassen mächtig nach. Ne? Ja, weiter geht's. 264 vor Christus. Rom verlegt Etruskerstadt. Die Römer gründen die Etruskerstadt Volsinii an anderer Stelle neu, in Klammern heute Bolsena, Klammer zu. Nach langer Belagerung war es Rom gelungen, das alte Volsinii zu erobern. Nach dem Sieg siedeln die Römer die überlebende etruskische Bevölkerung in die neu gegründete Stadt im nördlichen Latium um. Mit Volsinii verlieren die Etrusker die letzte ihrer 12 wichtigsten Städte. Das alte Volsinii, in Klammern unter dem heutigen Orvieto, Klammer zu, lag im Gebiet des Hauptheiligtums des etruskischen Zwölf-Städtebundes, das als Fanum Voltumnae bekannt war und den spirituellen Nabel der etruskischen Welt darstellte. Ja, alte Regel. Um eine Kultur auszulöschen, musst du ihre Kultstätten zerstören. Und das ist ja das, was momentan mit Hilfe von Schäuble, von Scholz, von Merkel, von Söder und Co. überall in Deutschland passiert. Unsere Wurzeln werden ausgerissen, vernichtet, immer unter dem Vorwand, dass das völkisch ist oder nationalsozialistisch, obwohl es damit im Prinzip nichts zu tun hat, sondern nur einfach mal 12 Jahre auch deren Symbole waren, damit dann nur noch christlich-jüdische Kultur vorherrscht und muslimische und noch ein bisschen afrikanisch und alles, was so dazu gehört, nur nichts Deutsches mehr. Und das, was wir als Deutsch empfinden, ist in Wirklichkeit größtenteils nur noch dann amerikanisierte Weltherrschaft. Ne? Wir müssen bloß gucken, wie unsere Firmen heißen, was in unseren Läden steht. Da steht nicht mehr Verkauf, sondern Sale und so weiter. Ja, das ist der schleichende, wie sagt man so schön, Holocaust an den Deutschen. Ne? Aber zwar nicht mit Gas, wie es angeblich gewesen ist, mit Gas vollführt etc. Es wird auf andere Weise gemacht, schleichend und etwas versüßter mit Judaslohn, indem man in diesen Tempeln dann einkaufen kann, wo man kaum noch ein deutsches Wort dann sieht. Ne? Ja, weiter geht's. 263 vor Christus. Pergament wird erfunden. Eumenes der Erste, Herrscher von Pergamon, lässt aus Tierhäuten ein neuartiges Material zum Beschreiben entwickeln. Gründe für die Neuentwicklung sind die stetig wachsende Geschriftensammlung des Herrschers sowie der ins Stocken geratene Papyrusnachschub aus Ägypten. Tierhäute in Form von Leder werden zwar schon seit vielen Jahrhunderten beschrieben, doch werden die Häute, um den neuen Schreibträger herzustellen, jetzt auf eine völlig neue Art und Weise bearbeitet. Die von Haaren und Fett befreiten Felle werden mehrere Tage in einer Kalkgrube eingeweicht, damit sich Haarwurzeln von der Haut lösen. Danach spannt man die Häute straff auf Holzrahmen und schabt sie mit einem Messer sauber. Anschließend werden sie angefeuchtet, mit Kreidestaub eingepudert und mit Bimsstein glattgerieben. Im Gegensatz zu Leder wird Pergament nicht gegerbt und bleibt dadurch durchscheinend. Verwendet wird die Haut von Rindern, Eseln, Schafen, Ziegen und Schweinen.
Dabei bekommt das neue Material, das nach der Entstehungsstadt Pergamon bald in Anführungszeichen Pergament, Anführungszeichen Ende genannt wird, eine besonders feine Struktur, wenn man die Haut noch junger Tiere benutzt. Pergament aus den Häuten ungeborener Tiere nennt man in Anführungszeichen Jungfernpergament, Anführungszeichen Ende. Das neue Pergament tritt in Konkurrenz zu dem bisherigen Schreibträger Papyrus, das seit 3000 vor Christus in Ägypten aus dem Mark der Papyruspflanze hergestellt wird. Gegenüber Papyrus ist Pergament jedoch wesentlich glatter, widerstandsfähiger und haltbarer, allerdings aber auch teurer. Oder kurzes Bäuerchen, und da haben wir noch ein Bild von so einem Pergament. Die Fragmente des ältesten noch erhaltenen Pergaments stammen aus dem 3. Jahrhundert. Über Byzanz und Rom gelangt die Technik der Pergamentherstellung später nach West- und Mitteleuropa. Das kenne ich ja aus der Jugendzeit. Pergamentpapier. Ob das allerdings dann noch unter so hergestellt wurde, weiß ich nicht. Ob es da schon eine andere Variante dann gab. Aber Pergament, Papier, sagt mir noch was. Ja, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Weiter geht's. Nehmen wir erst die beiden Randbemerkungen um 260 vor Christus. Der um 700 vor Christus erbaute Kanal zwischen Nil und Rotem Meer, in Klammern Necho-Kanal, Klammer zu, wird umfangreichen Erneuerungsarbeiten unterzogen. Noch einmal um 260 vor Christus. Nach Auffassung der philosophischen Schule der Stoa sind auch Sklaven und Barbaren als menschliche Wesen zu respektieren. Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist eine kosmologische, auf Ganzheitlichkeit ausgerichtete Betrachtungsweise. Und das letzte auf der Seite 6, 260 vor Christus. Erstes heliozentrisches Weltbild. Der griechische Astronom Aristarchos von Samos veröffentlicht die Annahme, dass sich die Erde um die Sonne drehen könnte und nicht umgekehrt, wie bislang angenommen. Damit greift Aristarchos dem heliozentrischen Weltbild des Nikolaus Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert vor. Zwar basieren alle erhaltenen Werke des Aristarchos noch auf der Annahme eines geozentrischen Weltbilds, doch überliefert Archimedes, dass der Forscher aus Samos in seinen späteren Lebensjahren die Annahme vertrat, die Erde drehe sich um die Sonne. Aristarchos berechnet auch den Abstand der Erde zur Sonne. Er schließt, dass zur Zeit des Halbmonds ein aus Sonne, Mond und Erde gebildetes Dreieck einen Winkel von 87 Grad habe. Demnach sei die Sonne 20 Mal weiter von der Erde entfernt als der Mond. Ein geometrisch durchaus korrekter Schluss. Tatsächlich aber ist die Sonne 400 Mal weiter von der Erde entfernt als der Mond. Er lag zwar noch nicht ganz richtig, aber er war auf dem richtigen Wege. Dieser Aristarchos von Samos. Und da haben wir noch ein Bild von ihm. Der griechische Astronom und Mathematiker Aristarchos von Samos ist einer der ersten Vertreter eines heliozentrischen Weltbilds. In Klammern aus Liber Chronicarum Mundi von Hartmann Schedel, Nürnberg 1493, Klammer zu. Also da ist er so abgebildet worden. Der Aristarchos von Samos. Und da geht es gleich weiter auf der siebten Seite. Und heute liegt man bislang sehr gut in der Zeit. Nehmen wir noch einen Schluck Milch. Und einen Schluck Kaffee. Und da sind wir
bei 256 vor Christus. Die Seeschlacht bei Egnomos, vor der an der Südostküste Siziliens gelegenen Bergfestung Egnomos, in Klammern heute Poggio Sant'Angelo, Klammer zu, kommt es während des Ersten Punischen Krieges zu einer der entscheidenden Seeschlachten zwischen den Römern und Karthagern. Insgesamt stehen sich etwa 700 Kriegsschiffe gegenüber. Unter Führung der Konsuln Marcus Atilius Regulus und Lucius Manlius Vulso greift die römische Flotte die feindlichen Schiffe an. Nach schweren Kämpfen, bei denen etwa 30 Schiffe der Karthager versenkt werden, tragen die Römer einen entscheidenden Sieg davon. Damit ist der Seeweg nach Afrika frei. Wenig später landen die römischen Truppen bei Aspis in Nordafrika. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Bug eines römischen Kriegsschiffs, in Klammern Ausschnitt aus einem Reliefband nach dem Marmor-Original der Trajanssäule in Rom, Klammer zu. Also den Bug eines solchen römischen Kriegsschiffs. Kann man ganz gut erkennen. Ein bisschen hier ran. Ja, ich denke mal, optimaler geht's nicht. Und dann kommen wir wieder nach China. 256 vor Christus. Das I, wirklich wie so ein I, wie Ida, das I ging, verändert die Welt. Die älteste Version des Buches der Wandlungen, das in Anführungszeichen I ging, Anführungszeichen Ende, entsteht, Punkt. Das Orakelbuch zählt zu den fünf bedeutendsten Werken des Konfuzianismus und gilt als eines der ältesten Literaturdenkmäler ostasiatischer Kultur. Oh, Entschuldigung, noch ein paar Jahre. Nachdem der Inhalt jahrhundertelang mündlich weitergegeben wurde, findet er nun erstmals Niederschlag in einem schriftlichen Dokument. Fundament der Texte sind vermutlich Orakelsprüche, Lieder und Volksweisheiten. Darin geht es jedoch nicht um Prophetie im abendländischen Sinne, sondern um den Versuch, das Menschsein und seine Stellung zur Welt zu verstehen. Im Kern legt der Text die Dynamik des Universums dar und beschreibt die Stadien seines Wandels. Diese insgesamt 64 Wandlungszustände sind in einen ewigen Kreislauf eingebettet, dem bestimmte Ordnungsprinzipien zugrunde liegen. Deren wichtigste Formen sind das Zusammenspiel der Kräfte Yin und Yang, sowie die Wandlungsphasen Holz, Erde, Metall, Feuer und Wasser. Alle Kräfte des Universums sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Der Symbolismus des I Ching wird durch 64 verschiedene Linienzusammenstellungen, den Hexagrammen, dargestellt. Ein Hexagramm besteht aus 6 waagerechten Linien, die entweder ungebrochen oder gebrochen sind. Aus diesen 6 Linien lassen sich 64 Kombinationen zusammensetzen, welche für die Zustände des Universums stehen. Dabei steht die durchgezogene Linie für das Yang, den maskulinen Aspekt, der auch Ausdehnung, Licht und Leben bedeutet. Yin hingegen ist weich und weiblich und symbolisiert Dunkelheit, Nacht und Tod sowie Widerstand und Wasserläufe. Beide Elemente sind auch im Tai Chi Tu geschrieben Taijitu, Tai Chi Tu, abgebildet. Einem Symbol aus schwarz-weißen Formen, die das zyklische Weltbild und sein komplementäres Kräfteverhältnis abbilden sollen. Die Wirkung des Buches der Wandlungen bleibt nicht auf den Konfuzianismus beschränkt,
So machen Anhänger des Taoismus von den Sprüchen regen Gebrauch. Ende des 17. Jahrhunderts gelangt das Werk im Gepäck von jesuitischen China-Missionaren nach Europa, wo es bald Anerkennung findet. 1679 lässt sich der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz von den Hexagrammen der Orakelsprüche zur Entwicklung seines binären Zahlensystems anregen. 250 Jahre später entsteht daraus die Grundlage der Computertechnik. Schau an, was das I Ging so alles ausgelöst hat. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. I Ging, das in Anführungszeichen Buch der Wandlungen, Anführungszeichen Ende, wird oft auch als Orakel befragt. Zu diesem Zweck wird eines der 64 Hexagramme ausgewählt. Das Auswählen erfolgte ursprünglich mit 50 getrockneten Schafgarbestängeln. Heute werden dazu dünne Stäbchen aus Holz, Metall oder Elfenbein verwendet. Muss ich mal ganz kurz. Ich schwitze heute irgendwie unter der Nase. Ja, weiter geht's mit der Seite 9 und 10. Und da wir sehr gut in der Zeit liegen, gönne ich mir noch mal in Ruhe einen Schluck Milch. Seite 9 ist ziemlich viel Text, aber die letzte ist nur halb voll geschrieben, weil ein großes Bild drin ist. Und damit geht's weiter. Heute kommen wir richtig in der Zeit voran. 253 vor Christus. Nochmal sind wir im fernen Osten. Buddhistisches Konzil in Pataliputra. Mit dem Konzil im indischen Pataliputra beginnt die letzte von drei Versammlungen der höchsten Repräsentanten der buddhistischen Religion. Buddha hatte keine Nachfolger berufen, was dazu führte, dass seine Schüler bald verschiedene Lehren entwickelten. Die älteste, die Lehre Theravadins, behauptet von sich, dass ihre Ausrichtung auf drei Konzilen festgesetzt worden sei. Das erste Konzil soll unmittelbar nach Buddhas Tod um 380 vor Christus in Rajagriha, geschrieben Rajagrih, also Rajagriha, das zweite etwa 100 Jahre später in Vaishali, geschrieben Vaishali, in Vaishali und das dritte in Pataliputra am Ganges abgehalten worden sein. Insgesamt sollen nach Buddhas Tod 18 Schulen des Buddhismus entstanden sein, die in Dogmatik und Lehre stark voneinander abweichen. Bild dazu haben wir keines und da machen wir jetzt gleich die beiden Randbemerkungen weg. Um 250 vor Christus im Gebiet des heutigen Afghanistan löst sich unter Diodotos dem Ersten und seinem Sohn Diodotos dem Zweiten das eigenständige Königreich Baktrien aus dem Seleukidenreich. Die dort herrschende Kultur ist zwar hellenistisch geprägt, trägt aber auch deutlich iranische Züge. Und noch eine Randbemerkung um 250 vor Christus. In Griechenland ist die Wasserschnecke zur Wasserförderung bei der Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen bekannt. Ist also kein Tier, diese Wasserschnecke, sondern das nennt man so, ne? So ein mechanisches Gerät. Ja, weiter geht's. 250 vor Christus. Die Wasseruhr des Ktesibios. Der griechische Naturforscher Ktesibios von Alexandria erfindet eine Wasseruhr zur exakten Messung der Zeit. Das Instrument basiert auf einer Erfindung aus Griechenland, bei der mittels auslaufender Flüssigkeit die Redezeit in Versammlungen bemessen wurde. Ktesibios macht sich dieses Zeitmessungsverfahren zunutze und konstruiert ein komplexes Gerät, mit dessen Hilfe Stunden, Tage und Jahre gemessen werden können. Die Uhr wird mit Wasser gefüllt, das durch eine Öffnung austritt und in ein Becken fließt. Der steigende Wasserpegel hebt einen Schwimmer, an dem eine Zahnstange befestigt ist. Die Zahnstange wiederum ist mit einem Räderwerk verbunden, das je nach Wasserstand die Stunden anzeigt.
Bevor Ctesibios an der Konstruktion einer Wasseruhr tüftelte, machte er schon andere bedeutende Erfindungen wie die Feuerspritze oder das Hodometer, einen Wegmesser. Auch die Druckluftpumpe und die Wasserorgel stammen von dem griechischen Forscher und Ingenieur. Bei letzterer handelt es sich um eine luftdruckgestützte Orgel, die bei Theateraufführungen und Zirkusveranstaltungen Verwendung findet. Er war ziemlich erfinderisch, dieser Ctesibios. Und aber noch ein Bild dazu. Bei der Wasseruhr von Ctesibios wird das Räderwerk, das die Zeit anzeigt, durch einen fallenden Wasserstand in Bewegung gesetzt. In Klammern Holzschnitt von 1567, Klammer zu. Und da sehen wir mal diese geniale Wasseruhr, diese Erfindung des Ctesibios. Und damit sind wir schon auf Seite 10. Und wie gesagt, da ist nur eine halbe Seite vollgeschrieben. Um 250 vor Christus. Die Kelten gründen Paris. Der keltische Stamm der Parisier gründet auf einer etwas größeren Insel in der Seine den Vorläufer der Stadt Paris. Die Parisier errichten ihre Siedlung auf der rechten Seite der Insel und schlagen je eine Brücke zu den Ufern. Damit ist die Siedlung gut zu verteidigen, denn Angreifer müssen mit Booten übersetzen und sind in diesen von Bogenschützen leicht zu beschießen. In Friedenszeiten fließt der Handel über die beiden Brücken. Händler nutzen in den folgenden Jahrzehnten immer häufiger die Möglichkeit, den Fluss über eine Brücke überqueren zu können, statt an einer Furt übersetzen zu müssen. Zudem lassen viele ihre Waren in der Stadt und kaufen dort neue ein. Auf diese Weise gelangen Güter über die großen Handelswege aus dem Norden, dem Südwesten und den Mittelmeerländern nach Paris. Allerdings heißt die Stadt zunächst nach dem keltischen Wort für in Anführungszeichen Marschland, Anführungszeichen Ende. Die Römer nennen sie Lutetia, geschrieben Lutetia. Ihr heutiger Name wird ihr erst im 5. Jahrhundert nach Christus verliehen. Als die Franken sich nach dem Untergang des Römischen Reiches verstärkt auf ihre Traditionen und Herkunft besinnen und in Erinnerung an die Stadtgründer und Vorväter den Namen Paris wählen. Eine Verbindung mit dem antiken Helden Paris aus Troja gibt es nicht. Also, jetzt wissen wir, nicht nach dem griechischen Helden Paris aus Troja wurde Paris benannt, sondern nach den Parisiern, die diese Stadt, die Kelten, die diese Stadt gegründet haben. Und da haben wir noch ein Bild dazu, das schon erwähnte. Ansicht des frühen Paris. Damals heißt die keltische Siedlung auf der Seineinsel Île de la Cité noch Lutetia. In Klammern fantasievolle Darstellung der Einnahme der Stadt durch die Normannen 885 bis 886 nach Christus, Klammer zu. Paris in Rom in römischer Zeit Lutetia genannt. Ja, und da sind wir wieder durch für heute. Und heute sind wir nicht nur 10 Seiten wieder vorangekommen, sondern richtig auch in der Zeit, wenn ich es richtig sehe. Angefangen haben wir heute bei 272 vor Christus gestern geendet, bei 275, heute jetzt sind wir bei 250. Ein gutes Vierteljahrhundert haben wir heute durchgezogen, ne? Ganze Menge. Wir kommen langsam immer näher zu der Zeit, wo die Germanen mehr in die Geschichte eintreten oder eingreifen. Momentan sind es noch unsere Mitvorfahren, die Kelten, die da viel getan haben. Ja, gut, ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Ihr habt wieder die ein oder andere, das ein oder andere Wissen dazu bekommen oder alte Wissenslücken ja, wieder Wissen wieder aufgefrischt. Und dann hoffe ich doch nach wie vor bei
AFKK kommen, solange ich die älteren Videos noch versuchen muss hochzubekommen. Nach wie vor mit dem Link zu YouTube. Ansonsten hoffe ich doch, dass wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube und bei AFKK.com über diesen Link. Und wie gesagt, ab und zu kommt dann immer wieder mal eines der schon etwas älteren Videos dann endlich als richtig hochgeladenes Video zur Erscheinung, die letzte Nacht, die 168. Ja, gut. Und damit verbleibe ich wie immer mit halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.